Bisschen näher ran noch. Okay. So, 2, 8, 6. Jetzt brauchen wir 6 und dann brauchen wir eine 5. Gut, okay. Die Seite ist auf 2, 8, 6, 7. Das heißt, die bringen wir noch mal ein bisschen runter. Ein bisschen Genauigkeit machen wir. Gut, einmal darüber. Das sieht echt toll aus, so mit diesen neuen Linien hier. Das ist eine Sache, an der kann ich mich gewöhnen. So, dann mal bitte Retro. Hey, seien Sie nicht immer so retro. Doch manchmal muss man auch retro gehen. 2, 8, 6, 5. Also die letzte Zeit müssen wir mal 5 runterbringen. Ein bisschen noch. Ja, okay, das. Na, kleine Gramm noch. Nur noch ein kleines Gramm. Boah. Ja, okay. Rein theoretisch sind wir jetzt synchron. Das können wir ja gerne auch mal angucken. Das heißt, wenn wir jetzt den Planeten da unter uns haben, da, der da, da ist er, sollte der rein theoretisch immer unten uns das gleiche Bild liefern. Kann ich das am besten machen? Warte mal, Kamera, warte mal. Kamera. Nee, warte mal, so geht das noch nicht, warte. Müssen wir mal so machen. Da sehen wir's. Da sehen wir's. Da sehen wir. Wow. Das war zu schnell. So schnell komme ich nicht daher. Hier ist immer dieser Krater. Ah, den kann man sich hier so vorstellen. Dann drehen, 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 drehen. Und das ist die ganze Zeit der Krater. Das heißt, wir sind die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger über diese Koordinaten. Oh, haben wir eine Umdrehung wieder. Da sehen wir immer noch den Krater unter uns. Da seht ihr, da ist der. Immer noch so leicht seitlich. Ja? Gut, okay. Orbitalperiod. 5 Stunden, 59 Minuten und so viele Sekunden. Warte mal, das muss ich mal nachgucken. Wo kann ich denn das hier nachprüfen? Nee, da war es nicht. Ich konnte es über nachprüfen. Wie war das? Ich konnte es irgendwie nachprüfen. Ich weiß es nur nicht, wie jetzt gerade. Irgendwie war das. Gut. Das ist hier was der erste von diesen Satelliten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das heißt, den müssen wir jetzt umbenennen. Den renamen wir jetzt, damit wir da kein. Stand doch gerade da. Okay, ich gucke gleich nochmal nach. Sat1 Einkommen. Genau. Können wir eigentlich so lassen. Sat1 Einkommen. Lassen wir einfach mal so. Jetzt gucke ich noch mal nach. Wo steht das hier? Zweite Symbol von unten. Bin gerade ein bisschen blind. Ah ja, hier. 5 Stunden, 59 und so viele Sekunden. Ah. Wo sehe ich denn jetzt die Orbiteigenschaften ohne Redux von meinem Vehikel? Das ist ja von Kerbin. Weil Redux kann man ja die anzeigen lassen, die Orbitzeit.
Da kann man das ja mit Redux nachher schön ausgleichen, also anpassen. Es ist alles Kerbin, Kerbin, Kerbin. Aber mein Satellit nicht. Hier eine Orbitzeit, wenn ich rübergehe? Nö, irgendwie nicht. Oh! Da geht ja noch mehr. Da kommt ja noch mehr. Was ist das alles? Comnet, Wessellinks. Was ist das? Zu known, aha. First Hop. Das ist The Pass. Aha. Das ist Wessellinks. Das ist Network. Okay. Kann ich hier noch was anklicken? Nee, da nichts. Data RX. Gut, das heißt, wir jagen jetzt den zweiten Satelliten hoch. Wir müssten, wenn ich mich nicht ganz blöde bin, also mal so rein theoretisch, also wenn ich nicht ganz blöde bin, müssen wir 3 Satelliten hochbekommen. Also mindestens. Das heißt, einer hier und einer theoretisch dann dort. So rein theoretisch. Das sollte mindestens sein, so rein theoretisch. Kann mich natürlich auch irren. So, das brauche ich jetzt. Warte mal. Jetzt muss ich wieder ins Space Center. Gehen wir mal da rein. Und bringen dann jetzt mal den zweiten hoch. Im Prinzip so wie der ist. Der hat ja geklappt. Der hat funktioniert. Ja, schicken wir ihn hoch. Halt, nein. Action Group habe ich gesagt, wa? Resume, nee, Quatsch. Revert Flight. Assembly. Action Group war ja was gewesen. Action Group. Das sind so Dinge, wie sie sind, die Dinge. So, das heißt, wir gehen auf Action. Gehen auf Custom One. Klicken hier die Solarzellen an. Und sagen, dass er extenden soll. Danke sehr. Sehr gut. Dann können wir das Ganze mal bitte safen und dann geht's mal nach oben. Mal AFK essen. Eventuell eine Komotron 32 drauf. Wofür? Wozu eine Komo 32 drauf? Ich kann's machen, aber bitte sag mal wofür. Kann noch mal zurück. Wartet mal. Revert Flight to Assembly. Commotron 32. Wo haben wir das Baby? Müsste hier unten sein. Mal sehen, wo wir sie haben. Hä? Das ist die 16er. Das ist die 16S. 88. DTS. HG-55. Das ist die HG-5. Eine Kommunitron 32 bildet sich bei mir nicht ab. Nö. So gerade, aber eigentlich nicht, nö. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Ist ausverkauft. Nada. Gut, starten wir. Launchen wir mal. Gut. Passt. SAS wieder an. Volle Leistung. Und gib ihn eins. So, diesmal hat uns die Atmosphäre etwas weniger geärgert. Die
zieht immer so ein bisschen auf 270 Grad drüber. Ich weiß nicht warum. Weiß nicht, was da los ist. Oh, ich sollte natürlich wieder Staging machen. Ha, ha, ha. Dass ich das vergesse, keine Ahnung warum. Okay. Der Start läuft jedenfalls gut. Der läuft sehr gut. Den kann man so nehmen. So, wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Wir gehen mal auf 45 Winkel. So Stück für Stück. Kommunikation läuft. Direkt Connection to Space Center. Das ist sehr schön. Data RX, okay. Die Frage, die sich natürlich auch stellt jetzt, ist, ob hier auch schon die Verzögerung existiert, wenn ich weiter draußen bin. Ne? Auch eine gute Frage. Existiert da schon die Verzögerung? Ja, nee, man muss jetzt nicht mal gucken. Müssen wir mal sehen. Gut. Die lassen wir jetzt komplett leer brennen auf den Winkel. Bam, jetzt gehen wir mal auf volle Leistung. Schauen wir mal, wo wir da ankommen. Wie heißt das so schön? At Lüft. Spannende Musik wieder. Den darfst du mir mal bitte öffnen, danke. Genau. Eine grüne Linie haben wir, die geht schon wieder hier runter. Yeah. Da haben wir noch keine zweite grüne Linie. Na gut, der Planet ist noch irgendwie dazwischen, wa? Ja, ja, der ist noch dazwischen. Sind wir mal ehrlich, der Planet ist noch dazwischen. So, erstmal auf der Mitte ausrichten. Ich bringe jetzt mit Absicht schon mal ein bisschen höher einfach. Wir lassen einfach mal schon so kommen. Danke sehr. Gehen ja mit der Leistung runter, sprengen das hier mal ab, machen dann schon mal die Fairings auf, yes, und drücken die Taste 1, damit wir Strömlinge haben, sehr schön. Das hat gerade ein Bild, guckt euch das mal an, wow. Also das sind Bilder, das ist herrlich. Ich finde sowas ja immer toll, ne? Gut, wieder UI einblenden. Na, ich sollte natürlich auch zünden, das Gerät. Werden wir noch mal ein bisschen anpassen hier. Beziehungsweise wir können dann schon mal auf 0 runtergehen. So. Warpen wir mal hier hoch. Schubidubidu. Okay. Dann bitte mal ausrichten, pro Gate. Schön, wie die kleine Rakete da alles so macht. Ich würde mal sagen, sie ist sehr kooperativ.